Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Dead Island 2. So, wir sind hier immer noch an diesem verseuchten Hotelpool und sollen jetzt den betrunkenen Major in Zimmer 307 kontaktieren bzw. konfrontieren. Da müssen wir mal schauen, hier würden wir noch eine Sicherung brauchen. Okay. Ich nehme auf jeden Fall mal die Batterie mit, weil damit können wir die Zombies dann doch anbrutzeln. Ich hoffe ja mal, dass der Kollege... Warte mal, wir müssen da rein. Kriegt man jetzt die Tür auf hier als... Ah, okay. Wo muss man da hin? Wir sollen einen Seiteneingang finden. Okay. Okay. Was bitteschön ist hier drin? Did she just call me a feckin' whale? Either this gobby gowl is blind, or she's not talking to me. Okay, warte mal, da putzeln schon. Oh mein Gott. Grenades. Da komme ich nicht durch. Aber wenn ich den deaktiviere, komme ich hier rein. For today's special occasion, our delicious menu. Oh Gott, hier ist ja alles voller Wasser, hier ist ja nass. Oh oh. Nicht gut. Meine Güte. Gefahrenstoff XP plus 3. Okay, was haben wir denn hier? Haben wir schon wieder irgendwas gefunden? Ah, wieder so eine SMS, ne? Skylar, oh mein Gott, alles ist schiefgelaufen. Oh Scheiße, was ist passiert? Sag schon, ist es das Virus? Nein, die Hochzeit. Der Pfarrer war schon beim Schlusswort. Da fliegt die Tür auf und eine halbe Armee marschiert ein. Haben alle rausgeschmissen, das Hotel ist jetzt ein Evakuierungszentrum. Das kann doch nicht sein. Die sind einfach reingeplatzt. Yep, dieser Major Booker hat zu seiner Schwester gesagt, sie soll sich doch in... Reno trauen lassen, lol. Und das hat sie überlebt. Wow, wenigstens werdet ihr dann schnell evakuiert. Die im Chat sagen, der Virus soll die Hölle sein. Ja, aber Miss Becky hat sich in ihrem Zimmer eingesperrt und weigert sich zu gehen, bevor sie verheiratet ist. Wundert mich, dass das Hotel noch steht. Mal im Ernst, ich muss zurück ein bisschen helfen, bevor Mom den Verstand verliert. Alles klar, sehen wir uns nächste Woche im Madison. Okay, Batterie nehme ich mal mit, ne? Sicherheitshalber. Weiß ja nicht, was mich hier... Was mich hier erwartet. Okay, wir können auf jeden Fall erstmal die ganzen Koffer durchwühlen hier. Aber es bringt nicht wirklich was. Hier haben wir Wasser. Ich denke mal, wir brauchen das Wasser irgendwie... Ich vermute ja mal ganz stark, dass hier vielleicht irgendein Bosskampf auf uns wartet. Ich nehme vielleicht mal... Okay, warte mal. Wir können ein Medikit nehmen. Das machen wir auf jeden Fall. Hier gibt es noch ein paar Teile. Okay, Zimmer 307 sollen wir aufsuchen. 200s. Next floor up. Okay, wir sollen also... Wir sollen also in den dritten Stock. Ja, ist meine Batterie jetzt verbrutzelt? Sieht so aus, ne? Taschenlampe kann ich mal anmachen. Oh Gott, ich glaube, die fliegen in die Luft, oder? Ja. Eieiei. Haben wir auch noch Zombies, die sich hier in die Luft sprengen. Großartig. Teile nehmen wir mal alle mit. Die können wir entweder verkaufen oder unsere Waffen damit verbessern. Da müssen wir mal sehen. Eieiei. Da haben wir auch noch einen Zombie.
mein Gott, das ist echt gruselig hier. Und ich muss da durch, ne? Ich komme hier nicht rein. Hier ist aber noch eine Notiz, die wir gefunden haben. Mit einem Schalter. Ah, der hat mich erwischt. Na gut, was haben wir hier? Schließfachschlüssel Nummer 33. Nehmen wir gerne mit. Proteinriegel, der heilt uns ein bisschen. Sehr gut. Oh mein Gott. Was wird uns hier noch begegnen? Eine Chemiebombe haben wir. Du hast jetzt Wurfgeschoss entdeckt, aber es können immer nur zwei gleichzeitig ausgewählt werden. Okay, warte mal, wir haben die Schulcans und wir haben die... Ah, ich nehme mal diese komischen Dinger hier. Feuerlöscher, die außerdem alle Zombies in der Nähe traumatisiert und durchnässt. Okay. Warte mal, mit Q werfe ich das und wie entere ich das? Die Wurfgeschosse. Ich werde mal die beiden noch tauschen. Dann habe ich die nämlich gerade ausgefüllt. I'm sure I can find something to put it out. Okay, warte mal, ich habe ja dieses komische Ding hier, aber das wollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich ja eigentlich nicht. Boah, das fängt ja wieder an mit Brutzeln. Das ist nicht so gut. Da ist ein Safe. Was sind das für... Gott, was sind das hier für Geräusche, ey. Schließfachschlüssel Nummer 34. Bräuchte ein Medikit, das wäre auf jeden Fall besser, denke ich mal. Hier ist keiner drin. Aber schöne Hotelzimmer haben sie ja gehabt. Ganz ehrlich. Was machst du hier? An wem frisst du hier rum? Ist da ja gar nichts zum Fressen gewesen. Okay, warte mal. Sehr schön. Mit meinem Hammer habe ich hier keine Probleme, die wegzumachen. Da ist ein Medikit. Nehme ich mit. Okay. Okay. Weg mit dir. Oh, ich muss meine Waffen schützen. Dass die nicht so schnell kaputt gehen. Okay. Ist ja gut. Boah, sieht das eklig aus, ey. Ist hier noch irgendjemand drin? Nee, diesmal nicht. Diesmal ist ja keiner mehr drin. Proteinriegel kann ich mir nicht schnappen. Boah. Ah, die Hotelzimmer sehen so verseucht aus. Das ist Wahnsinn. Da komme ich auch nicht weiter. Dann muss ich hier hinten durch, wahrscheinlich. Sehr cool, dass man diesen Kick schon, dieses Verstümmelungsding schon gleich von Anfang an hat hier, dass man die treten kann. Bäh, da komme ich nicht rein. Wir müssen ja immer noch eine Etage höher. Oder mal, Strom habe ich angeschaltet. Okay. Hmm.
nicht rein. Hier bin ich ja hergekommen. Hier komme ich nicht weiter, weil hier elektrische Leitungen. Da ist aber eine Kiste. Würde ich theoretisch gesehen ganz gerne hin. Well, it's a way up, if I can cut the power. Oh, irgendwas mit Power soll ich machen hier. Orgel nehme ich mit. Ja, da muss ich hoch. Lagerraum. Oh mein Gott, hier kann ich wohl Sachen lagern. Okay. Schrott kann ich nicht mehr aufnehmen. Hier haben wir einen Mod bekommen. Was macht der denn? Gewährt einen kleinen Boost von physischen Schaden und Kraft bei aufeinanderfolgenden Treffern. Okay, unterstützte Waffen. Die kann ich mir mal anzeigen lassen. Baseballschläger auf jeden Fall und Brecheisen. Okay. Nur noch glatt mal reingehen hier. Das können wir auf jeden Fall reparieren. Dann können wir mal schauen. Das können wir auch nicht upgraden. Aber den hier können wir upgraden. Genau, da können wir nämlich diesen Ring dran packen. Sehr gut, hier haben wir ausgewogen drin, das ist gut, das lassen wir auch mal. Die können wir auch upgraden, da kriegt man Strom rein. Das ist natürlich auch nicht verkehrt und ich glaube hier kommen wir auch... Pack hier mal Strom rein und Herstellung... Erhöht die Haltbarkeit und Kraft. Ach ne, erhöht Haltbarkeit und Kraft, verringert dafür die Angriffsgeschwindigkeit. Schwere Angriffe wieder verbrauchen. Weniger Ausdauer. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, das packe ich mal dort rein. Packe ich den noch hier rein. Den können wir erstmal reparieren. Und dann können wir hier natürlich auch noch einen Stufenaufstieg machen. Und upgraden. Also upgraden geht noch nicht. Aber hier können wir auf jeden Fall Strom drauf packen. Und erhöht den Schaden. Verringert dafür die Haltbarkeit. Naja, egal. Komm, ich nehme es mal mit. Okay, hier haben wir Strom drauf. Da können wir nichts drauf packen. Gut, Waffen repariert. Passt alles soweit. Da haben wir noch ein bisschen Schrott. Den ich jetzt natürlich wieder mitnehmen kann. Weil ich wieder ein bisschen Platz habe. Okay, ich muss nach oben, ne? Aber hier komme ich ja erstmal nach unten. I've come too far. Can't leave now. Nee, ich will nicht aufgeben. Okay, die kommentiert ja das wirklich alles. Dann muss ich natürlich schauen, wie ich den Strom abschalte. Oder mal mit Wasser. Wasser und Strom passt nicht wirklich so. Ich muss irgendwie den Verdacht... Ach, Moment, warte mal. Was haben wir denn hier zum Lesen? Wer auch immer sich um dieses Chaos kümmert, muss sich unbedingt vor dem offenen Leitung im Aufzugsschacht in Acht nehmen. Die Sicherungskasten befindet sich neben der Tür... Aber die Räume 201 und 203 hängen am selben Kreis ab. Also passen Sie auf, damit Sie Ihren Freund von der Mini nicht verärgern, wenn Sie den Strom abstellen, Karl. Okay. Sicherungskasten 201 und 202, ne? Hat er 202 gesagt? Ja, ich glaube, oder? Wollen wir mal lesen. Oder ist das jetzt weg? 201 komme ich ja nicht rein. Hier ist ja alles voller Strom. Aber 203 komme ich ja auch nicht rein. Da geht aber das Kabel rein. Guck mal, da muss ich vielleicht von hier drüben rein.
205, gibt es hier vielleicht einen Durchgang? Nicht wirklich. Warte mal, das Kabel hier vorne habe ich ja... Nee, so weit vor muss ich nicht, so weit vor muss ich nicht. Also 204, da bin ich schon wieder zurück. Okay, das geht nicht. Also ich muss hier in den Raum rein. Ich muss in den Raum rein, aber wie komme ich denn in den Raum rein? Das ist natürlich jetzt schlecht. Und das Kabel kriege ich auch nicht nochmal rausgezogen. Ach, von hier komme ich auch nicht da drüber. Das ist nur mein Lagerschrank. Ach, warte mal, hier ist ein Hebel. Pull a lever, see what it does. My favorite game. Okay, das wird abgeschlossen. Und hier auch. Sehr schön, jetzt komme ich nämlich hier rein. Ja, und kann ich die nicht nehmen? Hallo. 118, der sieht nämlich ganz gut aus. Proteinriegel brauche ich nicht. Okay, in den anderen Raum dort vorne komme ich auch nicht rein. So, jetzt muss ich nach oben kommen, ne? Alright, third floor. Where's 307? Okay, Zimmer 307. Oh Gott, okay. Na toll, warum brennt ihr jetzt alles? Großartig. Gibt es nicht mal irgendwie Wasser oder so, ne? Ach, die Dinger kann ich ja benutzen, die habe ich sogar. This must have been the quake, right? Die laden sich halt nur wieder auf. Okay, gut zu wissen. Those planks look smashable. Okay, warum kriege ich hier so eine... Medikit brauche ich gerade nicht. Ich hätte das aber gerne mitgenommen. Proteinriegel nützt mir nichts. Bin aufgeladen. Locked. Must be a way out of here. Okay, 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 hier war Strom. Da komme ich aber nicht weiter. Ich muss aber einen Weg nach draußen geben. Komme ich hier eigentlich... Ah, Moment, hier komme ich da nach oben, oder? Eigentlich schlagen kriege ich die nicht. Das heißt, es muss einen anderen Weg hier nach... draußen geben. Guck mal, hier bin ich ja hergekommen. Habe ich noch ein Safe übersehen? Nee, 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 nee. Schalter benutzen. Mit der Vorstellung nur nach oben gefahren, oder? Oder auch nicht. So, warte mal. Jetzt muss ich überlegen, wie ich hier weiterkomme. Muss garantiert irgendwo nach oben, hundertprozentig.
Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich merke das mit dem Strom. Nee, da, die hält sich aber auch nicht hier oben fest. Aber ich kann auch nicht oben lang gehen. Das, ach, guckt mal hier. Just like the movies. I've always wanted to do this. Gott, ich habe nur meine Taschenlampe an. Okay, wo lang? Das ist die gute Frage. Scheiß Monster. Hier geht's nach unten, okay. What the heck? Just a little beat down, right? She's probably fine. Ich würde aber gerne hier vorne nochmal schauen. Schlüssel Nummer 49. Okay. Okay. Ich krieche durch diese ollen verdammten Schächte. Okay. Das sieht gut aus. Ah, hier hat jemand seine Regel gehabt. Oh Gott. Okay. Auf den hätte ich nicht draufschlagen sollen. Na, großartig. Panzerfaust nehme ich mit. Oh. Fliegst du jetzt in die Luft? Fliegst nicht in die Luft. Ah, ich kann nicht verstümmeln, sehr gut. So, schnell mal ein Medikit genommen. Ich hoffe doch mal, ich finde noch mal irgendwo eins, dass ich zumindest mit voller Energie hier. Ja, hier ist auch Medikit, sehr schön. Ist das die Braut hier? Ah, die wollte ja in ihrem Zimmer bleiben. Stimmt. Noch ein Medikit. Bisschen Bargeld nehme ich mit. Tja. Euch geht's nicht gut? Euch geht's nicht gut. So, müssen wir jetzt weiter hin. Wir müssen da drüber. Wie komme ich denn da jetzt hin? Oh. Okay. Ah, noch ein Medikit, sehr gut. Noch ein Medikit. Das könnte ich theoretisch gesehen benutzen und nehme das neue mit. Wenn wir sie immer haben, warum soll man die liegen lassen? 307. Here I go. Ich gucke erst in der 6 rein. Oh. Okay, hier gibt es sogar auch nochmal ein Medikit. Und einen neuen Text. Eine ausgedruckte Liste auf buntem Papier, die offenbar später handschriftlich ergänzt wurde. Löffelliste von Conny und Ellen. Partner-Tattoo stechen lassen, Sparwochenende, teuren Schnaps, ein schickes Hotel, Weinkosten, Cabrio-Ausländer auf Tour gehen, Pool-Dancing-Kurs, ganzen Tag durchgeknallte Kostüme tragen. Oh, ihr wolltet eure, ihr wolltet wirklich eine richtig geile Hochzeitsparty machen, ne? Hier mit Einhörnern und so. Und ihr wolltet euch nackt fotografieren lassen wahrscheinlich. Aber ja, könnt ihr gerne machen, ist in Ordnung, ist jedem das seine, ne?
So, 307. Sieht nicht so aus, als ob da noch irgendjemand ist. Was haben wir denn hier? Nummer 2. Schluss mit lustig. Betreff Einsatzregelung. General Redding. Okay, ich wende mich an sich, nachdem ich beinahe 5 Stunden mit dem Verfassen von Kondolenzschreiben an die Eltern von neuen Soldaten verbracht habe, die unter meinem Kommando standen. Diese Männer und Frauen kamen laut Protokoll durch Unfälle während des Umgangs mit Infizierten ums Leben. Ich möchte offiziell Einspruch gegen den Terminus Unfall erheben, denn dies impliziert, dass die Vorfälle nicht hätten verhindert werden können. Dies ist aber nicht korrekt, denn das Militär hätte durchaus etwas tun können, um alle Soldaten zu retten. Würden wir hier hingegen einen zivilisierten Feind kämpfen, wären die gelegentlichen Einsatzregeln absolut sinnvoll. Aber diese Infizierten sind nicht zivilisiert, das sind Tiere. Wir müssen sie also entsprechend behandeln und uns eingestehen, dass die Einsatzregeln nicht auf Tiere angewandt werden können. Es darf keinen Spielraum mehr für Zögerlichkeit und Skrupel geben. Wir müssen jeden Infizierten exekutieren und zwar noch vor vollzogener Verwandlung. Wenn wir die Einsatzregeln jetzt nicht angleichen, können wir alles verlieren. Mit freundlichen Grüßen, Major J.S. Booker. Das ist doch der, mit dem wir hier gesprochen haben, ne? Oh, Jesus Christ! You may have had that one coming, to be honest. Don't suppose you got a key to the ballroom on you? Okay, finde die Schlüssel des Majors. Können ja jetzt nicht so weit weg sein hier. Wir müssen ja irgendwo hier versteckt sein, aber ich würde sagen, die Schlüssel und wie es weitergeht, erfahren wir dann. Ah, Schließfachschlüssel, den nehmen wir auch mit. Hier ist noch ein Wasserkanister. Würde ich sagen, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Wir bleiben erstmal hier und schauen mal. Medikit sind wir auch aufgerüstet und jetzt, wie gesagt, sollen wir die Schlüssel des Majors finden. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich denke mal, ihr könnt gerne einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da lassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zur nächsten Folge von Dead Island 2. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.